So Leute, heute steht einiges an. Ich muss jetzt Wärmeleitpaste kaufen gehen, denn heute werde ich meinen PC endlich fertig bauen. Meine CPU ist angekommen. Vorhin da hinten ist ein Arcade, wollte ich mir eigentlich sogar holen mit Street Fighter in mein Zimmer. Auf 500 Euro ist hart. Ich habe jetzt hier die Wärmeleitpaste. 15 Euro haben die gekostet. Hab mir heute mal was Neues gemacht bei meinem Döner, nämlich Granatapfelsauce haben die noch oben drauf gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Checkt auf jeden Fall auch noch mein Foto-Video in Bremen ab, Digga. Das ist auf jeden Fall Bombe geworden. Da habe ich den Laden auf jeden Fall auch empfohlen. Hat gerade fette Nasenbluten. Das hat ein anderes Socket oder wie auch immer das heißt. Und ich dachte, ich hab's nicht mehr. Ich dachte, ich habe die Dinger verloren für meine Wasserkühlung. Ich dachte, ich muss jetzt neu kaufen, weil ich das jetzt heute nicht bauen kann. Bevor das hier jetzt reinkommt, muss das Baby abgebaut werden. Das hier, das hat mir jetzt so lange gedient. Das kriegt jetzt mein Bruder. Oh, kommt eigentlich sehr gut. Ich kann mein PC jetzt auch mal hier so diese Staubsauger machen. Das ist schon echt hier. Und da ist meine Grafikkarte, Digga. So ein riesen Oschi, ne? So, Wochen und Monate sind jetzt vergangen und PC ist jetzt fertig gebaut. Da ist das Baby. So sieht's aus. Es läuft wirklich alles einwandfrei. Es ist so lecker. Ich hatte so Probleme, aber jetzt geht alles. Ja, die FPS gehen jetzt auch mittlerweile richtig crazy, ey. Richtig geil. Endlich nicht mehr dieses nervige Bottleneck. Fortnite auf sehr hohen Settings ist auch mittlerweile am Kochen, Digga. Kein Bottleneck mehr, ja. Wen sieht man da denn? Oh, shit. Bevor wir gehen jetzt heute Cinnamon essen. Das haben mir ein paar Leute vorgeschlagen. Da hat jetzt hier so einen Laden sogar aufgemacht. Boah, hast du schon mal Cinnamon gegessen? Noch nicht, um ehrlich zu sein. Nee. Ich bin gespannt. Aber es ist so lecker. Lecker. Ein paar Mal darüber so vorbeigelaufen. Die yummy aus, ey, wirklich. Wir haben einfach Konzerte gemacht, ey, wirklich. Was ist da los? Guys, there we are. Give me in. Oh, shit. Gottlos, was ist das? Scheiß Gefängnis. Mein Gott, Digga. Respektlos, Digga. Go, Digga. Guckt euch mal die Packung an, Bruder. Die sieht aus wie diese Mario Kart Mystery Box. Ja, Mystery Box zur Mario Kart einfach. Mal direkt auf, guckt euch mal an. Bruder, they're looking good, they're looking fire, man. Das Ding ist, es gab nicht mehr so viele. Die haben gerade zugemacht und wir haben jetzt einfach geholt, war das, was noch da war. Type shit. Lass direkt mal reinhauen, Jungs, Digga. Nimm erstmal Uwe. Ja, also richtig kämpfen, gefunden. Digga. Kämpfen. Die echt zerfetzt, Digga. Okay. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Boah, das ist Schokolade da. Oder aber den will ich noch. Also der schmeckt auch schon echt geil. Boah, tschüss, Digga, das ist ein fetter. Ich dachte, wir wären krank, süß, aber das sind ja. Mhm. Auch schön fluffig so, ne? Mhm. Hey, Lemon, ich hab grad auch so ein bisschen von den Lemon probiert mit dem Oreo. Böse. Let me see. Mm. Ja, Lemon, unnormal. Schön. Ja, echt gut. Doch gesagt. Der Beste ist sowieso, also ich habe Snickers mal gegessen, der ist heftig. Das haben wir zusammen gegessen. Snickers war, du weißt selber. Das war sehr böse, Digga. Ich habe gehört, Pistazie soll heftig sein. Genau, das haben mir eine gute Freundin empfohlen. Sollen wir direkt mal ein Pistazie rein? Let's go. Ja, klar. Ist mit. Mm. Also ich finde schon geile Nachrichten. Bueno kann eigentlich schon heftig sein. Das ist am Fighten, Digga. Mit Lemon und Bueno. Was sagen Sie? Nicht schlecht, ne? Bueno 1 zu 1. Sagen Sie? Aber Snickers und Dings haben wir noch besser. Tatsi immer noch, Bruder. Du sollst Bueno probieren. Junge. Man ist tripping, man. Das ist Bueno. Naja, das ist Bueno. Ich muss auch ehrlich sagen, Oreo war echt das Beste. Ich habe auch Oreo. Oreo habe ich auch als Main auf jeden Fall. Das Ding ist, es war richtig fluffig und so. Es war nicht so kompensiert, sag ich mal. Komprende. So, Jungs, wir haben gerade jetzt. Oh, wie die da stehen, ja? Digga, what the fuck? Als ob die Bild machen wollen oder so. Was sagst du? Was, 1 wie war's? 1 von 10. Von allgemein war schon eine 7 von 10. So. 7 und du? Genau das gleiche, 7 von 10. Bei mir aber auch 7 von 10. Ich fand die ein bisschen zu trocken, manche Stellen und so. Manche Stellen war echt zu trocken. Aber guck mal, ihr müsst halt auch den Preis wissen, ne? Ihr dürft nicht vergessen, ein so ein Cinnamon kostet 4,70 Euro. Das andere ist Special Meshes. Special sind dann so 6 Euro, 5 Euro oder so, Digga. Ist halt schon teuer. Also, ein Kollege hat auch gerade gesagt, Digga, das ist so ein Hype-Laden. Der ist so einmal da, der ist jetzt da, Leute wollen das hier kaufen und so. Und nach ein, zwei Jahren wird das, glaube ich, keiner mehr essen, Digga. Genauso wie diese Bubble-Tea-Läden, die auf einmal übergespawnt sind. Ja. Oder was gibt's noch? Diese Candy-Stores, die auf einmal Candy überall Stores, waren. Alles. Genau sowas wird das sein. So. Die sind jetzt gerade im Hype oder so, aber Pop-Up-Stores, genau. So, wir sind jetzt hier ein bisschen kicken. Um 9 Uhr morgens auf einem Fußballplatz. Was für Fußballplatz? Wir sind auf einer Grundschule, sind wir. Ich brauche ein Glas Wasser. Ich check nach. Pass auf. Stark. Tranquil. Hast du heute in Düsseldorf? Bro, heute wird crank. Ja, heute, guck mal, geile Pizza. Wir fangen auf jeden Fall mit einem gediegenen kleinen Essen an hier. Ganz chilliges Hotel, einfach für eine Nacht reicht das vollkommen. Wir beide heute. Okay, Bro. Ey, hier sind gerade einfach so richtig viele Comics und so. Die sind aber viele, Digga. Was ist das? Wolverine? Das sind auch diese Älteren, weißt du, so aus den 90s, 80s. Alles voll hier mit Comics. Warst du früher so ein Comicleser? Nicht Comics so, aber ich habe Mickey Mouse gelesen, weißt du? Ja, okay, sowas, ja. Comics und so habe ich tatsächlich selber auch nicht gelesen, sondern aber so diese Zeitschrift. Sogar so irgendwelche Figuren, aber die sehen nicht so wild aus. So, Leute. Cut. Scheiße. So, Leute. Zusammen.
I don't fucking know. Ein Raki? Ich hab das letzte Mal in Düsseldorf gegessen, das war Takoyaki oder so. Vielleicht kennt das ein paar von euch Oktopusbällchen. Ich hab das aber, ich hab noch nie Oktopus gegessen. Pilz im Mund, das ist so lecker. Wir werden das beide essen. Type shit. Ben, was ist das für ein Food, Mann, Bro? Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Damn, Achmed, sieht das Bombe aus, yo. Bombe wie du, Bruder. Oh shit, man. Ich hab mir diese Soße nicht. Ich hab mir die Soße leider vergessen, aber ich hoffe, die schmecken so. Oh Mann. Bruder. Die schmecken nicht, ich weiß auch nicht. Vogel, das ist aber Kartoffeln. Nein, sag nicht, das ist Kartoffeln. Nein, sind das Vegane? Ich weiß auch, der Apfelpost, Digga. Ich beiß da ein, wenn ich hatte richtig viel Geschmack im Mund, Digga. Einfach Kartoffeln. Ihr wisst nicht, wie viel der Junge geteasert hat. Er meint so, ja, die sind hammergeil, die schmecken geil. Das sind falsche, das sind vegetarische. Noch keine Garnelen, Bruder. Was ist das? Sardine? Mhm. Fischig. Boah, ich bin so gespannt, ne? Ich liebe das. Ja, wir wollen uns hier diese Croquants holen, Digga. Oh, die sehen schon lecker aus, Digga. Die sehen schon lecker aus. Hey, drei Mann, cheers. Was sagst du? Gut aus, ne? Sevoya, Tango. I don't dwell in the past.